Du planst eine Reise nach Sri Lanka, bist dir aber noch nicht ganz sicher, ob das was für dich ist, dann schau dir unseren Vlog an und wir werden deine letzten Zweifel aus dem Weg räumen. Jetzt geh mit uns auf ein Date mit der ehrenwerten Insel und hab Spaß bei dem Video. Heute beginnt unsere Rundreise auf der Insel, auf Sri Lanka und damit wir natürlich von A nach B kommen, haben wir uns wieder ein Auto gemietet. Den kleinen Flitzer hier. Hier ist auch Linksverkehr, wie wir es schon auf Mauritius hatten. Wir haben jetzt für die 7 Tage 42.000 Rupies bezahlt. Für 6 Tage. Wir nehmen euch mit auf die Reise, jetzt wird erstmal gefrühstückt, wir packen noch ein paar Sachen und dann geht's los. So, um nochmal auf die Preise zurückzukommen, wir zahlen jetzt pro Tag 18,30 Euro ungefähr umgerechnet und ich finde, das ist in Ordnung, den ganzen Tag. Das Auto, Sprit musst du natürlich selber bezahlen. Zur Tanke fahren wir jetzt, gucken wir mal, wie da die Preise sind und das sagen wir euch dann gleich. So, wir tanken gerade. Erstmal machen wir das nicht selber, das macht hier ein Tankwart. Und hier kostet der Liter Super 95 510 Rupies. Das sind umgerechnet, ja, 1 Euro und. Läuft alles eigentlich reibungslos ab, außer die Einheimischen, die dürfen immer nur 5 Liter tanken. Und wir als Touristen dürfen eigentlich nur 20 Liter tanken. Wir haben aber ganz lieb gefragt und er tankt uns jetzt das Auto voll. Somit können wir unsere Reise fortsetzen. Kurzer Zwischenstopp hier an der Straße. Haben wir einen schönen Fluss gefunden. Wir brauchen mal kurz so 2-3 Minuten, um uns die Beine zu vertreten. Schaut mal her. Wir fahren jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Und dann gibt's das nächste Ziel. Nach fast 4 Stunden haben wir unser erstes Ziel erreicht und zwar das Elephant Restaurant. Schaut euch das mal an, haltet euch fest. Erstmal ein richtig cooler Pool hier oben mit folgender Aussicht auf diesen coolen Fluss. Mit den Elefanten. Eintritt pro Person circa 7 Euro. Dazu muss ich euch erstmal was erzählen. Pinawala ist dafür bekannt für ihr Elefantenwaisenhaus und für die wildlebenden Elefanten, die da zum Fluss hinkommen und trinken. Schön, fanden wir cool, deswegen wollten wir auch hin. Wir sind angekommen in Pinawala, nicht 5 Minuten hat es gedauert. Dann kam schon der Erste, der wollte uns zu sich nach Hause locken, weil er zu Hause einen Elefanten hält. Und den hätten wir uns angucken können. Da waren wir schon skeptisch, okay, was ist hier verkehrt? Egal, wir sind Richtung Waisenhaus gegangen, haben uns da nicht groß was bei gedacht. Andere Kulturen, andere Regeln müssen wir respektieren, ist so. Im Waisenhaus hieß es dann gleich Eintritt zahlen, was absolut normal ist. Und für Fotos machen extra bezahlen und für Füttern extra bezahlen, für Elefanten duschen, angucken extra bezahlen. Okay, für alles extra bezahlen. Naja, dann sind wir Richtung Hotel gegangen, was dann am Fluss lag. Und dann ist uns der Schauer kalt über den Rücken gelaufen, weil wir gesehen haben, dass die Elefanten alle angekettet sind. Und die Betreuer bei den Elefanten alle einen Speer in der Hand hatten und die Elefanten dann auch gleich zurechtgewiesen haben, wenn sie mal einen Schritt falsch an die Seite gegangen sind, fanden wir ganz, ganz schrecklich. Und das dazu, also Empfehlung, da hinzukommen nach Pinawala, geben wir auf keinen Fall. Wir unterstützen sowas nicht, das wollen wir ganz klar festlegen. Wo wir dann in Deutschland waren, wieder zu Hause, haben wir Kabel 1 angeschaltet und haben, Achtung, Abzocke geguckt mit Peter Giesel
Und dann war tatsächlich Sri Lanka da und auch Pinavala, das Elefantenwaisenhaus. Guckt euch die Reportage gerne an. Ich schalte gleich mal einen Link unten rein. Herzlich willkommen in der zweiten Unterkunft. Schaut euch das mal an. Das ist wie so ein Bio-Hotel. Klasse. Richtig schön gemacht. Und jetzt der Weg zu unserem Zimmer. Schon etwas verrückt. Schaut euch das mal an. Der Ausblick. Wie im Dschungel. Erstmal direkt in die Badewanne. Dann geht's ins Zimmer. Was zahlen wir für das Zimmer? Was wir zahlen? 24 Euro pro Nacht inklusive Frühstück. Ist mal was anderes? Dieses Hotel haben wir aufgrund der Lage gewählt, weil wir nächsten Tag zum Ambulvara Tower wollten. Und auf dem Hinweg haben wir wie so ein Kloster gesehen. Fanden wir absolut interessant, haben dann den Hotelbesitzer darauf angesprochen, was das denn wäre. Und er meinte, das wäre eine Buddhistenschule für Jungs, die halt den Buddhismus lernen. Ja, das fanden wir total cool. Und er meinte dann auch gleich, er kenne da jemanden. Wir könnten uns das angucken. Dann sind wir auch gleich im Anschluss hingegangen und haben an einer Zeremonie teilgenommen, die quasi das schlechte Karma und alles von uns abwenden sollte. Wir haben dann sogar so ein kleines Band, so ein Armband geflochten. Ja, bis jetzt geht es uns ganz gut. War auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert und das lohnt sich. Das war echt toll. Schaut euch das mal an. Das ist alles mit Liebe gestaltet, bis ins Detail. This is a our king. Yeah, our old king. He is a very brave. Our history. Okay. Forty monkeys. Yeah? Yeah, yeah, yeah. Oh, nice. Every morning they coming and stay 12, 3 o'clock. They eat every food. Wir sind gerade in einer Stadt, die lassen wir jetzt einblenden. Die ist absolut nicht touristisch. Also wir haben bis jetzt noch nicht einen Touristen hier getroffen. Und wir sind jetzt hier im Supermarkt und Juhu. Wir wollten, Timo liebt einkaufen, und wir wollten euch das mal zeigen. Also das ist ein sehr moderner Supermarkt. So sieht es aus. Und dann gehen wir jetzt mit rein. Europäisches Obst, also Äpfel zum Beispiel, sind hier schon mal ein bisschen teurer. Preis bezieht sich auch nur auf 100 Gramm. Also umgerechnet kostet quasi ein Kilo, okay, ein Euro. Obst ist mal ganz wichtig. Also im Moment ist der Kurs 380 Euro. Das bedeutet, für einen Euro könnte ich den 3 davon kaufen. Und natürlich darf das Ganze auch nicht fehlen. Wir werden jetzt die reduzierten Bananen mitnehmen, für die Affen. So, also ansonsten gibt es ja eigentlich alles, was man so braucht. Es gibt Pizza, Red Bull, Coca-Cola. Alkohol kann man nicht im einfachen Supermarkt kaufen. Ich glaube, der Käse ist ein bisschen teurer. Gemüse. Kartoffeln sind hier ziemlich teuer, also für das Geld, was die verdienen, zahlen die fast 2 Euro für ein Kilo. Und deswegen werden die Pommes zum Beispiel aus den Kochbananen gemacht. Wenn ich die jetzt sehe, zeige ich euch die. Naja, da. Also zum Beispiel aus den grünen hier. Fleisch ist richtig teuer, sowas gefrorenes.
ganzen Gewürze müsst ihr unbedingt mitnehmen als Geschenke oder mit nach Hause. Und es gibt unglaublich viel Chili. Du hattest doch gerade die Tüte nochmal. Da. Guck, ich fass mal an. Die ist so scharf. Wir bestellen schon immer nicht spicy, aber es ist trotzdem immer alles scharf. Wir haben uns ein bisschen in das Restaurant verliebt. Ich hoffe, man kann es sehen. Schaut euch das mal an. Ein kleiner Snack. Und dann geht's ab ins Bett. Guten Morgen. Jetzt wird gefrühstückt. Und danach geht's los. Ab auf den Berg. Ey, alle drei mit dir. Ich bin cool. Nach oben zum Ambaluvava Tower haben wir kleine Äffchen gefunden. Schaut mal. Angekommen am Fuß des Berges vom Ambaluvava Tower. Und jetzt laufen wir 2,3 Kilometer hoch bis da oben. Genau dahin. Aber man kann auch Tuk-Tuks nehmen, falls man irgendwie, weiß ich nicht so fit ist oder man keinen Bock hat bei der Hitze zu laufen, kann man hier auf jeden Fall auch Tuk-Tuks mieten, die einen hochfahren. Wenn ihr euch fit fühlt und ab und zu mal wandern geht zu Hause, dann können wir euch auf jeden Fall nur empfehlen, diesen Weg hier zu Fuß zu gehen und ohne Tuk-Tuk, weil diese Ausblicke, die kriegt ihr mit dem Tuk-Tuk nicht hin. Es ist einfach nur schön. Okay Leute, auch für mich ist hier Schluss. Ich gestehe es mir ungern ein, aber das ist mir einfach zu hoch. Ich kann nicht weiter, ich traue mich nicht. Schaut euch das an. Ich gehe jetzt runter und muss erstmal meine Hose wechseln. Genug. Jetzt haben wir keine Kraft mehr und wir lassen uns tatsächlich mit dem Tuk-Tuk runterfahren. Kostet 600 Tacken. Rupie. Und ja, es ist sehr aufregend. Wir sind gerade auf dem Weg zum Hotel und haben jetzt kurz angehalten am Helboda Wasserfall. Endlich angekommen in unserer dritten Unterkunft in der Sicily Nature Resort. Ihr glaubt nicht, was wir für einen richtig schönen Aussichtspunkt hier haben. Heftig.
Guckt euch das an. Wir schauen von hier direkt auf einen Wasserfall. Und dort oben. Und dort ist noch einer. Das ist unser Reich. Das Bad. Dusche. Sehr schick. Eine Nacht hier kostet? 16 Euro. 16 Euro. Frühstück jeweils nochmal 3 Euro pro Person. Da kann man drüber wirklich nicht meckern. Also für die Aussicht könnte man wirklich in Deutschland, wenn du jetzt in die Berge fahren würdest, zahlst du bestimmt 400 Euro pro Nacht, wenn du so ein Hotelzimmer haben möchtest. Das ist schon Wahnsinn. Vor Lunch, ja, nach gefühlten 46 Millionen Kilometer Laufen bergauf, bergunter, wird es Zeit, was zu essen. Wir sind jetzt im Chill-Café Ramboda. Hi. Und mal sehen, was hier Schönes gibt. Ich gehe da. So, wir hatten Hunger auf einen Snack. Und es gibt auch einen Snack. Ich glaube, da wird jemand nicht satt. Guten Appetit. Na klar, wir waren eigentlich schon viel weiter, aber wir mussten natürlich noch mal shoppen gehen. Ratet mal, für wen? Guten Appetit! Ich hab Angst! Oh nein, oh nein! Eine du, eine ich! Ja, okay. Nächster Wasserfall. Diesen Wasserfall sehen wir direkt, wenn wir links vor uns aus dem Hotelzimmer schauen. Guten Morgen, es gibt Frühstück und zwar mit diesem Ausblick. So, auf geht's zum nächsten Wasserfall und zwar zum Puna Waterfall, hier in der gleichen Region. Wir haben uns den Weg mal so ein bisschen erklären lassen und jetzt so ein bisschen auf eigene Faust hier runter. Mal gucken, ob wir ankommen. Da hinten befindet sich der Wasserfall und das ist unser Weg. Mitten durch die Teeplantage. So, uns ist freundliche Unterstützung zugetreten. Ist schon sehr holprig der Weg hierher zum Wasserfall. Alleine hätten wir das, glaube ich, nicht gefunden. Da muss ich ganz ehrlich sein. Das an. Angekommen am Glück.
Auf dem Weg nach unten zum Fuße des Wasserfalls haben wir den netten Herrn getroffen, der uns gleich angesprochen hat, was wir denn hier machen wollen. Wir sagen, wir würden gerne runter zum Wasserfall. Er sagt, ja, pass auf, ich komme lieber mit, ist ein heikler Weg, ist nicht ganz so einfach, wenn man den alleine läuft. Okay, wir dann zusammen runter. Und wir merkten auch gleich noch auf der halben Strecke, dass uns die Beine so gejuckt haben und irgendwie waren schwarze Punkte dran. Und ja, das waren Blutegel. Die haben uns alle angegriffen, die sind in die Socken, in die Schuhe rein, unter die Hose. Und die haben uns das ganze Blut gesaugt und die initiieren so ein Mittel, was quasi das Blut nicht gerinnen lässt, sondern was das flüssiger macht. Und das blutete und blutete. Und ja, wir hatten die ganzen Beine voll. Da hilft auch keine hohen Socken oder keine langen Hosen, die kriechen da trotzdem rein. Und auf dem Weg zur Teeplantage, wo wir dann fertig waren mit den Wasserfällen, sind wir an einem kleinen Dorf lang gefahren und da war eine Frau, der ist das aufgefallen, dass unsere Beine so geblutet haben und die sagte sofort, komm drüber, ich habe da einen Trick. Die hat eine Zeitung angezündet, die Asche von der Zeitung dann auf die Wunde gelegt und ja, durch die Asche wurde das Blut gebunden, das ist wieder geronnen und es hat endlich aufgehört zu bluten. Wir waren beruhigt, wir waren froh, dass wir diese Frau getroffen haben und dann konnten wir auch weiter nach Labukeli zur Teefarm und konnten uns die anschauen. Jetzt befinden wir uns gerade in Nuvara Elia, auch eine kleine Stadt hier oben, soll sehr schön sein und kurzer Zwischenstopp am Central Markt. Unterkunft Nummer 4 mittlerweile in Nuvara Elia. Wir sind endlich angekommen. Preis schreibe ich gleich unten rein. Super sauber. Wir sind hier angekommen und mussten feststellen, dass hier leider nur 19 Grad sind. Also gleich auf lange Klamotten umgestiegen. Ich ziehe mir gleich noch eine lange Hose an. Und dann geht's ab. Auf der Suche nach etwas Essbarem gehen wir gerade an diesen wunderschönen Teebergen vorbei. Ähnlich wie bei uns in Deutschland die Weinberge. Phänomenal der Ausblick. Es ist wieder meine Lieblingstageszeit und zwar Essenszeit. Wir sind hier in Nuvara Elia und haben hier so ein richtig schnuckeliges kleines italienisches Restaurant gefunden. Hat mega Bewertungen. Wir kosten jetzt mal die Pizza. Oh, die Pizza ist auch schon da. Ich schau mal. Da ist die gute Pizza. So viel zu Nuvara Elia. Die Pizza, die war der absolute Burner, nur weiter zu empfehlen. Nächsten Tag wollten wir mit dem Zug von Nuvara Elia nach Ella und dann haben wir das so abgeklärt, dass wir unseren Schlüssel an der Rezeption haben liegen lassen. Unser Auto wurde in der Zeit dann nach Ella gebracht zu unserem nächsten Hotel und wir konnten in der Zeit ganz entspannt mit dem Zug von Nuvara Elia nach Ella fahren. Es wird wieder Zeit, Postkarten zu versenden. Zwei Briefe oder zwei Karten kosten 140 Rupien, was umgerechnet nicht mal 1 Euro sind. Super. Mal schauen, ob sie ankommen. Ja. So, liebe Familie und Freunde, ihr dürft die Karten in Deutschland empfangen. Mal schauen, wie lange es dauert. Heute ist der 16.12.
Wir können euch noch einen wichtigen Tipp geben, wenn ihr hier seid. Vor allem in Nuvara Elia ist wohl der kühlste Ort im Moment. Wir sind jetzt im Dezember hier und es waren heute Morgen gefühlt wirklich nur plus 12 Grad und nachts ist sehr kalt, abends ist sehr kalt. Deswegen nehmt euch für Nuvara Elia warme Klamotten mit, also langes, vielleicht Oberteil, ein Pullover und lange Hose, vielleicht ein Jäckchen. Und in Ella soll es wieder warm sein. Also wir haben heute mit der Hotel-Chefin gesprochen und sie hat auch gesagt, es ist total verrückt, man fährt nur 60 Kilometer weiter und die Stadt unterscheidet sich total von der Klima her. Wir waren davor in Rambura, da haben wir keinen großen Unterschied gemerkt, ne? Ja. Außer morgens war es mal ein bisschen kühler. Aber jetzt Nuvara Elia ist... Nehmt euch was Warmes mit, wenn ihr hier bleibt. Wenn ihr natürlich direkt weiterfahrt, einfach einen Ausflug macht, denke ich nicht, dass es notwendig ist. Aber wenn ihr hier wirklich über Nacht bleibt, nehmt euch was mit. Angekommen am Bahnhof. Gleich geht's los. Wir haben jetzt für beide Tickets für den Zug 3.400 Rupien bezahlt. Wir sind gespannt. Wird eine aufregende Fahrt. Wir haben schon viel davon gehört. Mal sehen. So, wir sind im Zug angekommen. Nach einer knappen halben Stunde Verspätung. Überhaupt kein Problem. Wetter ist ja schön, es ist schön warm, es war trocken. Die Plätze sind vollkommen in Ordnung. Wir haben super viel Platz. Also wir sind in der zweiten Klasse. Mit der Platzreservierung hat das auch alles super hingehauen und es gab keine Probleme. Mehr Platz haben wir zu Hause, bei der Deutschen Bahn auch nicht. Und ja, mal sehen, was die Fahrt so mit sich bringt. Ungefähr 3,5 Stunden Fahrt, war aufregend, richtig geiler Ausblick. In den Tunnel, immer wenn man durch den Tunnel gefahren ist, haben die Leute angefangen zu schreien. Scheint wohl wie so ein Spiel zu sein. Total witzig. So, jetzt geht's erstmal was essen und dann ab ins Hotel. Die Main Road in Ella. Überall Restaurants. Kleine Zimmer zum Übernachten. Dann gibt es hier überall Spas. Ein Supermarkt da hinten. Echt schön, sieht cool aus. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Chill-Café. Die ist hier, weil wir haben Hunger. Und es ist auf jeden Fall die zweittouristischste Stadt nach Unawatuna, die wir so krass auch restaurants- oder kaffeetechnisch jetzt erleben. Die Vorspeise ist da. Bruschetta. Hauptspeise ist da. Ich brauche mal wieder einen Burger. Ich kann das Thai einfach nicht mehr, dieses Curry und Reis. Ich kann das einfach nicht mehr ab. Alida nimmt eine richtig schöne Fischplatte. Und let's go. Und wir sind angekommen in unserem letzten Zimmer. In unserer letzten Behausung für unsere Rundreise aus Sri Lanka. Wir sind sehr zufrieden. Es ist sehr sauber. Ella Soul Resort. Wunderschön. Diese Moskitonetze sind auch sehr, sehr wichtig, weil hier extrem viele Moskitos rumfliegen. Und die lassen euch nicht schlafen. Mit diesem Ausblick. Wie ihr sehen könnt, ein richtig, richtig tolles Zimmer. Es war sehr, sehr sauber und auch das günstigste bei uns auf der Reise. Wir haben auch dann gleich für eine Nacht verlängert. Aus dem einen Grund, weil es extrem viel zu sehen gibt.
in Ella. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt einfach super, wenn man vom Euro mal schaut. Und zweitens hatte ich mir den Magen verdorben und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Halida ist dann zur einheimischen Apotheke gegangen und hat unter 1 Euro dieses Wundermittel gekauft. Das hat mich echt nach 4-5 Stunden wieder voll auf den Damm gebracht. So, und für die Feierwütigen unter euch ist Ella genau das Richtige. Hier gibt es genug Bars, wo man auch echt richtig gut essen kann. Die Cocktails sind auch richtig gut. Die Preise sind vollkommen in Ordnung, günstiger als zu Hause. Und auch hier für vor Ort gar nicht überteuert. Also oft hat man ja, dass man denkt, die Touristen werden ausgenommen, aber dem ist hier überhaupt nicht so. Wir können euch das Chill-Café nur wärmstens ans Herz legen. Haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Ja, wenn ihr Lust habt, wenn ihr was unternehmen wollt, abends mal in der Nacht, kommt nach Ella und habt Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir hatten gestern eine etwas längere Nacht. Deswegen frühstücken wir heute außerhalb. Und schaut euch den schönen Weg an. Wir suchen uns jetzt ein schönes Lokal aus. Und dann geht's happy happy. Schaut euch mal die tolle Küche an. Frühstück ist fertig. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zur Nine Arch Bridge. Haben oben an der Straße geparkt, ein paar Meter entfernt davon. Haben jetzt einen Fußweg von ungefähr 5 bis 10 Minuten. Und mal sehen, ob wir auch so schöne Shots hinbekommen wie die anderen alle auf Instagram. Und nehmt euch auch hier wieder warme Klamotten mit. Also hier sind jetzt gerade mal 20 Grad. Und es ist echt kühl, die Sonne scheint nicht, deswegen packt euch was Warmes ein. Wie so oft, der Weg ist kein leichter, aber auch da werden wir ankommen. Zieht euch auf jeden Fall festes Schuhwerk an, nicht wie ich hier Wasserschuhe. Denn sonst kann es euch ganz schnell passieren, dass ihr auf die Klappe fliegt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Little Adams Peak, der ist da oben. Und auf dem Weg befindet sich auch ein Zipline. Ich denke, das werden wir auch gleich tun. Definitiv. Und wenn ihr gutes Wetter habt, könnt ihr auch auf jeden Fall zu dem Ravana Pool Club gehen. Der sieht so schön aus. Eigentlich wollten wir da gestern hin, aber leider war das Wetter nicht ganz so toll. Ne? So, wir haben uns jetzt registriert. Das funktioniert über so einen QR-Code, wie ihr da vorne seht. Dann werdet ihr gewogen. Zarte 85 Kilogramm. Dann geht es weiter nach dort hinten. Dort bekommen wir gleich noch eine Klamotten. Und dann knallen wir. Hier runter. Bist du schon nervös? Ja. Auf geht's, wir sind angezogen, aufgerüstet. Die Stimmung ist leicht angespannt. Ich darf Halida leider nicht ansprechen. Schaut euch das mal an. Ready? I'm ready. Michael, feet up. Ready, guys? 3, 2, 1, go!
Halb so wild, sehr geil. Nur zu empfehlen, ey. Wir müssen auch nicht zurücklaufen. Hier gibt es einen Transfer. Und wir haben es überstanden. Wir sind nicht hier gefallen. Wir sind auf dem Weg zum Little Adams Peak. Steinig, steil. Ihr müsst fit sein, aber das Gute ist, wenn man im Urlaub nicht trainiert, kann man das als Bauch, nee, nicht Bauch, Beine, Po Training ansehen. Was man natürlich auch merkt bei diesen ganzen Bergwegen, dass die Luft hier oben viel dünner ist und man wesentlich schlechter Luft kriegt wie unten. Das merken auch wir, obwohl wir viel laufen gehen. Oh, macht euch auf was gefasst und macht Pausen zwischendurch. Es ist soweit, das Video neigt sich leider dem Ende zu. Was wir euch auf jeden Fall noch sagen möchten und ans Herz legen möchten, ist, wenn ihr das echte Sri Lanka erleben möchtet, Leute, besucht das Inland. Wir haben so viele nette, hilfsbereite, tolle Menschen gesehen. Wir haben eine Vielzahl an Tieren gesehen, an freilebenden Tieren, diese wunderschöne Natur. Das ist einfach nur traumhaft. Sri Lanka ist preis-leistungstechnisch hat das ein super Verhältnis. Ihr könnt essen und trinken en masse. Ihr zahlt für die Hotels wirklich nicht viel. Geht auf die Menschen zu, erlebt das wahre Sri Lanka und habt einfach Spaß und genießt euer Leben. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne doch mal ein paar Kommentare da, liked unser Video, folgt unserem Kanal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Und wir wünschen euch alles Gute. Das waren eure Travel Junkies.